Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rage. Und wir machen direkt weiter. Auf geht's. So. Gehen wir erstmal einkaufen und dann fahren wir zu Mr. Quasimodo. Und dann schauen wir doch mal, was abgeht. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. Laserzielvorrichtung. Oh, nehme ich. So. Weil ich benutze das Maschinengewehr sehr gerne. Vollstreckermunition. Machen wir erstmal normale Munition. So, Sturmschrotflinte. Schrottmunition. AV2X brauchen wir noch nicht. Schönen Tag noch. Muss erstmal reichen. Dann fahren wir zu Quasi. Und dann schauen wir weiter. Erreger, Insekten und andere gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten können. Bitte benutzen Sie eindeutig gekennzeichnet. Zuwiderhandlung wird mit hohen Geldbußen bestraft. Mal gucken, was der Quasi so zu bieten hat. Zu einem sauberen Caprino, natürlich Caprino. Ödland. Wage Wastelands. Werden wir mal sehen, was er spricht. Also Ödland ist eine gefährliche, ja, ja. Exotische Pflanzen. Muss man mal drauf achten. Ich habe einen Tipp bekommen, ich soll mal drauf achten. Wegen Pflanzen. Mache ich auch. Ha, ich war schneller als die Texturen. Es fallen Meteoriten vom Himmel. Wir versuchen sie zu sammeln. Wir tun unser Bestes. Bam, 7 Feldrit. Komm her. Und tschüss. So, die machen wir jetzt mal alle Platz hier. Ja, die werden langsam stärker, die Gegner, wie ihr seht. Stufe 4, Raketen, Schilde, alles was das Herz begehrt oder worauf man keinen Bock hat. Je nachdem, das ist Ansichtssache. Yeah. Wir brauchen mehr Waffen. Also, wenn ich wieder ein bisschen Kohle verdient habe, wird erstmal hier schön Raketen und auch Schilde und Upgrades gekauft. So, da sind wir schon bei Quasi. Wow. Mal gucken, was der uns liefert hier. Quasi ist Labor. Komm. Sei gegrüßt, mein Freund. Ja, mein Freund. Und jetzt wollen wir uns dein Mitbringsel mal ansehen. Ja,
Jetzt lass mich schon sehen. Ah, interessant. Das muss man sagen, wirklich brillant. Die Banditen haben eine Menge dazugelernt. Hm, was ist das? Warte mal. Ich glaube, ich könnte... Moment. Lass mich mal was probieren. Streiten sich wieder. Jetzt, Verliert immer. Ah, sieh mal einen Rahmen. Das ist doch was. Ja? Ah ja, sieh an. Du hast mir da tatsächlich etwas äußerst Interessantes und sehr Mächtiges mitgebracht. Ich habe Tag und Nacht an einer neuen Waffe für den Widerstand gearbeitet. Eine Waffe, die selbst die Regierung das Fürchten lehren wird. Ich hatte bereits einige Erfolge bei der Injektion einfacher Nanotritketten in eine Versuchsperson, die deren direkte Kontrolle erlaubte. Allerdings nur für sehr begrenzte Zeit. Und es besteht die Gefahr, dass es zu einer Nanotritenüberladung kommt und die Person einfach explodiert. Blutig und kurzlebig, aber trotzdem in seinen Parametern ziemlich beeindruckend, wirklich. Aber dieses Gift, welches du mir dankenswerterweise zur genaueren Untersuchung vorlegst, ist genau das, was ich zur Fertigstellung der Formel benötige. Warte mal einen klitzekleinen Moment. Mhm. Ah ja. Das ist es. Perfekt, einfach perfekt. Also, lass mich dir die Sache nur noch kurz einpacken, dann kannst du sie haben. Das okay. ist ein bedeutender Tag für den Widerstand, mein Freund. Hier sind sie, ein paar Probeexemplare Hypnosebolzen. Genug, damit der Widerstand sie testen und ausprobieren kann. Dürfte kein Problem sein, die Formel zu replizieren und mehr herzustellen. Und jetzt? Jetzt kommst du ins Spiel, mein Freund. Geh zu meiner Freundin Elizabeth Cadence. Du findest sie in der Wellspring Bar. Bring ihr schnellstmöglich diese Bolzen. Sie steckt in Schwierigkeiten und wird sie brauchen. Hast du das kapiert? Aha. So dumm bin ich auch wieder nicht. Gut. Dumm, aber nicht so dumm. Schön auf dich auf. Die Bolzen dürfen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Beeil dich. Jede Minute zählt. Okay. Elisabeth und Ja. Da fahren wir mal zu Elisabeth. Wir müssen sowieso mal in die Wellspring Bar mal unsere Belohnung für die Banditen abholen, ne? Machen wir auch direkt. Komm schon her. So, und tschüss. Tut nicht immer so, als hättet ihr irgendeine verdammte Chance, verdammt. Ihr Anfänger. Einmal nach Wellspring. Da sind wir auch schon wieder da. Mal gucken, was die zu diesen Bolzen sagt. Die sind bestimmt schön. Wunderschön.
die Second Leute Chance. Sagen, dass hier Patrouillen der Regierung rumgeschnüffelt haben. Sei vorsichtig und komm ihnen nicht zu nahe. Metallic Luck. Erstmal unsere Belohnung. Türsteher ist auch nur am Schlafen. Hey, mach weiter so. Je mehr Banditenscharen du zerstörst, desto mehr verdienst du. Darauf kannst du einen lassen. Hast du was von Quasir? Hier können wir nicht reden. Folge mir. Okay. Hier entlang. Na, wo sonst? Komm, Liz. Lauf! Die Bar ist nicht sicher. Die Regierung hat ihre Ohren überall. Jeder könnte ein Informant sein. Du hast bestimmt eine Menge Fragen, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wir haben dich von Anfang an beobachtet. Viele von euch schließen sich der Regierung an. Ich musste mich also erst versichern, dass du nicht Cross-Propaganda erliegst, bevor du von uns erfährst, dem Widerstand. Die Siedler halten große Stücke auf dich. Der Widerstand könnte jemanden wie dich gut für eine wichtige Mission gebrauchen. Captain Marshall, unser Anführer, wurde gefangen genommen und sitzt im alten Gefängnis. Ich weiß nicht, wie lange sie ihn noch dort festhalten werden, und wir finden niemanden, der ihn rechtzeitig befreit und deine Erfahrung besitzt. Er darf nicht nach Capital Prime verlegt werden. Das würde dem Widerstand schwer schaden. Es geht um Folgendes, Fremde. Du musst Marshall retten, bevor er für immer weg ist. Hilfst du uns? Sehr gut. Du brauchst diese Zugangskarte. Damit kommst du durchs Haupttor. Aber Vorsicht vor Vollstreckern. Die Regierung hat seit Marshalls Gefangennahme die Wachen verstärkt. Oh, und vergiss nicht, Quasirs Hypnosebolzen einzusetzen. Die Vollstrecker sehen zwar aus wie Roboter, aber trotz der ganzen Panzerung sind sie immer noch aus Fleisch und Blut. Viel Glück. Gut. Dann machen wir das doch. Ich zeige euch irgendwann mal das Kartenspiel dort. Aber gerade jetzt, in diesem Moment nicht. Und ab geht's. Befreien wir den Anführer des Widerstands. Rebellion war schon immer etwas, woran ich Spaß finde. Fahr zum Regierungsgefängnis hinter dem nördlichen Wachturm. Elisabeth hier. Ich habe Sallys Funkgerät repariert. Keine Ahnung, was es für eine Reichweite hat, aber ein paar Kilometer dürften schon drin sein. Okay. Wir haben nur wenige Informationen über das Gefängnis, aber die Regierung hat in letzter Zeit jede Menge Ausrüstung dorthin gebracht. Sie hat etwas vor, sie wissen nur nicht was. Ja, dann schauen wir doch mal. Ich habe jetzt keine Zeit zum Spielen. Ich kümmere mich um euch auf dem Rückweg. Wow! Wollen wir doch alle mitnehmen, wenn. Und das schaffen wir auch locker. Siebenfeld Ried. Seht ihr mal, so weit sind wir noch nicht gekommen bis jetzt. Oh fuck. Rein geht's. So. Dann sind wir doch.
Gefahr gebracht. Okay. Da. Hier geht's ja vorwärts hier. Mission gescheitert. Kontrollpunkt laden. Guck mal, wo wir da rauskommen. Ich hoffe nicht allzu weit. Wieder zum Regierungsgefängnis fahren. Elisabeth hier. Ich habe Sallys Funkgerät repariert. Keine Ahnung, was es für eine Reichweite hat, aber ein paar Kilometer dürften schon drin sein. Wir haben nur wenige Informationen über das Gefängnis, aber die Regierung hat in letzter Zeit jede Menge Ausrüstung dorthin gebracht. Sie hat etwas vor, wir wissen nur nicht was. Leck mich doch an am Arsch. Und wieder Feldried sammeln. Dann mit dem Capino. Das Ganze kein Ding. Der ist schnell genug. Diesmal weiß ich auch, wo ich langfahren muss. Können wir ohne Probleme alle Feldriedbrocken einsammeln. Und genau hier werden wir erstmal den vernichten. Komm her. Und tschüss. So, und bevor wir da reingehen und vielleicht nochmal sterben, sehen wir uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.